Gewicht, damit es wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Ja? Und es sind also bis jetzt über 2000 Substanzen erforscht, die im Urin drin sind, aber es sind wahrscheinlich noch wesentlich mehr Stoffe in den nächsten Jahren, die dort erforscht werden können oder gefunden werden können, sodass der Körper als eine stoffliche und eine informative Sache ist, die dem Körper radikal schnell hilft. Sie können sich nicht vorstellen, eine junge Frau, die ihr erstes Kind kriegt und unablässig bricht und bricht und bricht und bricht und bricht, bekommt eine einzige Urinspritze oder macht es mit Urin angefeuchteten Socken über die Nacht oder mit einem kleinen Klistierball. Das bleibe Klistier und das Brechen ist weg. Also, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Also, welche Möglichkeiten der Anwendung gibt es dort? Also, orale Anwendung, äußerliche Anwendung, also was sind da Formen, wenn Sie sagen, das wird auch injiziert? Ich muss mich noch einschieben, einen ersten Test, ja. wenn Sie allergisch sind, Heuschnupfen haben, ne, und dann dieses fürchterliche Augenjucken, pinkeln Sie sich auf den Finger und schmieren Sie sich auf die Augen, Sie merken sofort, dass der Juckreiz besser wird, okay. Wenn es ganz verschwindet. Ziehen Sie es durch die Nase und Sie werden merken, die Heulerei hört auf. Wahnsinn. Immer mehr Leute bekommen Insekten- oder Bienenallergien. Das stärkste Mittel bei einer akuten Bienenallergie, wenn der Frau oder die Mann, der Mann oder die Frau gestochen wurde, ist, den nächsten Urin auffangen und davon einen Schluck trinken, ob pur oder in alkoholfreiem Bier oder in Apfelsaft oder in Tee oder Wasser, ist egal. Der Körper bekommt sofort das Feedback, was musst du ausgleichen. Und das tut er auch. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es ist. Das Urin trägt als Flüssigkeit Informationen. Das ist also eine ähnliche Idee wie vielleicht auch in der Homöopathie, dass es gewisse Informationen gibt. Und das sind Informationen, die aus unserem Körper kommen, die Sie es geschildert haben, das ist was im Ungleichgewicht. Und indem ich das Urin speichert diese Informationen. Und wenn wir die wieder einführen, dann erkennt der Körper, jetzt sehe ich klar, was Sache ist und kann dann seine eigenen Kräfte ausüben. Ich mich gerne reden, das ist eine Schluckimpfung auf einen Aspekt. Hat man ganz andere Aspekte. Ja, In Anführungszeichen. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Unsere Nieren bewältigen eine gewaltige Arbeit. In 24 Stunden über 2000 Liter Blut werden durch die Nieren durchgespült, als 180 Liter Primärhirn herausgefiltert und der wird nochmal eingedickt und konzentriert und nochmal abgetastet. Das muss da bleiben, das muss ich abgeben. Es ist nicht der Abfall, den die Niere herausgibt. Es sind harnpflichtige Substanzen dabei, die der Körper loswerden muss. Wenn die drin bleiben beim Nierenkranken, dann kann man daran sterben. Aber es ist niemals Gift, was die Niere abgibt. Die Leber verarbeitet die Gifte und gibt die nach hinten über den Darm. Aber der Urin ist das konzentrierte Blut, das von 2000 Liter auf 1,6 Liter am Tag konzentriert. Und der Morgenhang, wenn man also 6 bis 8 Stunden schlafen durfte, ist der konzentrierteste, wirksamste. Das scheint mir echt der entscheidende Punkt zu sein, zum Verständnis, dass Urin und Blut was miteinander zu tun haben, dass es nicht zwei getrennte Sachen sind, sondern dass das Urin sozusagen, spricht man vom Blutplasma, also ein Konzentrat. Und dann, wenn man das versteht, dann wird eigentlich alles andere schon nachvollziehbar. Okay, es ist also wie ein Blutbild von dir. Das ist kein Blutbild. Das ist kein Blutbild. Ich habe das eben als Foto gezeigt, eine Blutsenkung, und wenn es dann stehen lässt, dann gehen die roten Fische, die das Blut rot färben, nach unten und sitzen brav am Boden und oben drüber ist der gelbe Saft. Unsere 5 Liter Blut sind vor allen Dingen gelber Saft, in dem Milliarden rote Fische schwimmen, die Erythrozyten. Und dieser gelbe Saft wird super filtriert ab dem 5. Monat unserer Menschwerdung. Und ab dem 5. Monat trinkt das Kind bis zu 400 Milliliter Urin, pinkelt und trinkt und macht sich so, unser Schöpfer ist also ein toller. Echt? Es ist irre, wie die kleine Niere schon da ist, innerhalb kurzer Zeit, und die ist super aufgebaut, rufen Sie das Internet auf, wie die Embryologie der Nieren abläuft, das ist faszinierend. Und dann macht aber das Kind ein eigenes Programm, ein eigenes Fruchtwasser immer wieder und trinkt das, denn der Start, der dann ab dem 9. Monat zu erwarten ist,
der ist ja höchst anstrengend. Mhm. Glauben Sie nicht, dass da nicht wesentliche Gefäße unseres Körpers eng eingequetscht werden? Allein die Urokinase, die im Urin ist, sorgt für maximale Durchblutung. Auch wenn man die aufträgt, kriegt man keine Thrombose und keine Venenentzündung. Mhm. Urokinase ist einer von den Stoffen, die vom Feinsten sind. Mhm. Also absolut, absolut spannend. Also wirklich spannend. Wer stellt mir die Frage? Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen? Also ist das auch durch Zufall in Ihr Leben gekommen oder gab es da familiäre Erwähnung? Ich habe mich mit naturheilkundlichen Verfahren beschäftigt seit meiner Pflichtassistenzzeit und bekam Gott sei Dank und zufällig bestimmte Bücher in die Hand. Und da habe ich gelesen und Sekundärliteratur gesucht. Und da findest du eins nach dem anderen. Und da gab es zum Beispiel einen Dr. Abel, den ich sehr verehrt habe in Schwäbisch Gmünd, der hat seit den 50er Jahren mit dem Dr. Herz damals zusammen, das war der Vorkriegsarzt, Kinderarzt, der hat hervorragende Ergebnisse bei allergiekranken Kindern mit Harntherapie in den 30er Jahren bereits nachgewiesen. Dann der Dr. Krebs und Herz und Abel haben zusammen veröffentlicht über diese Ergebnisse. Und Abel hat bis zum Schluss, bis zu seinem Tode, dieses Buch weiter veröffentlicht, die Eigenharnbehandlung. Ein tolles Buch für selbsthelfende Laien und auch für Ärzte geschrieben. Aber die meisten Ärzte stehen über diesem Thema, weil die das im Studium ja nicht lernen. Und was sie nicht gelernt haben, da sind sie erstmal vorsichtig. Ja, ja, also auch wunderbar, dass sie sich diesem Thema widmen, dass das Wissen nicht verloren geht. Ja? Nein, es ist also ein kompaktes Wissen, 20 Jahre lang zusammengetragen worden. 1996 war in Goa die erste Weltkonferenz für Harntherapie. Und 8 Deutsche, auch der Dr. Abel, auch der Kuhn van der Kroon aus Holland und Carmen Thomas mit ihrem hervorragenden Buch, vor allem Herr Jilk, sind dorthin gefahren als Enthusiasten, um das mitzuerleben und kamen nach Hause und haben gesagt, das müssen wir in Deutschland auch machen. Da haben sie einen Verein gegründet, Deutsche Gesellschaft für Harntherapie, damit das also wirtschaftstechnisch und spendetechnisch und alles so ablaufen konnte. Und da wurde im Jahr 1999 die zweite Weltkonferenz für Urintherapie, für Harntherapie in Gersfeld in Deutschland organisiert. Wir haben also einen gewaltigen organisatorischen Aufwand. Da waren aus 43 Ländern Menschen da. Und ich konnte zwar nicht alles Englische verstehen, weil ich in Russisch geprägt war im Osten, aber es war toll, über Kamelurinanwendung, über Kuhurinanwendung, über Menschenurinanwendung. Und wenn Sie Ihre Kollegen sich anschauen von Arte, die besondere Wissenschaft von Urin, werden Sie alle, die hier sitzen, einen Respekt vor diesem Stoff bekommen. Also, das ist jetzt auch eine neue Information. Das heißt, es muss gar nicht mein eigener Urin sein, der mir helfen kann, sondern es kann auch Fremdurin sein. Ja. Ich hätte heute aber einen Heilkundigen, der weiß, wer damit tut. Der muss einer dabei sein. Okay. Ja, ich hätte heute noch einen Fall liefern wollen, eine chronische Knochenentzündung. Einmal das Bein abgeschnitten, zweimal, dreimal das Bein abgeschnitten bei einem Berliner. Ehemaligen U-Bahnfahrer, Diabetiker. Und der Knochen hatte sich durchgespießt und das war alles vereitert. Und die Tochter rief mich an, die pflegende Tochter rief mich an, Doktor, die wollen dir noch ein Fotos machen. Das machen sie mir kaputt und kannst du uns nicht helfen? Kannst du Maden einsetzen? Ich sage, gut, ich weiß, was die Maden gibt, wir setzen Maden an. Die Maden haben innerhalb von 3 Tagen, das ist alte Kriegschirurgie, die in England seit 100 Jahren üblich ist und bei uns langsam mit in Gang kommt. Die Maden haben das sofort sauber gemacht. Das ganze Eiter war weg. Dann habe ich ihr gesagt, du machst jetzt jeden Tag Kompressen mit Urin drauf. Geht nicht, sagt sie, der Papa ist nicht ganz dicht, der hat eine Windel. Doch, habe ich gesagt, geht, du bist die leibliche Tochter, das ist ihr Fleisch und Blut, du nimmst deinen Urin. Die Frau war clever, ohne dass ich es ihr gesagt habe. Sie sagt, wenn ich Periode habe, weiß ich ja nicht. Sollte sie auch nicht, da hatte sie im Kühlschrank ihre Flasche stehen. So dass sie also wochenlang ihren Urin dort täglich drauf verbunden hat. Und es war toll zu sehen, wie die Knochenhaut nach oben wuchs, den kranken Knochen abgetrennt hat. Der hing dann da wie Helgoland mit Überstand. Und dann fiel der kranke Knochen ab, die Knochenhaut ging hoch, die andere Haut ging hoch, das Bein ging zu. Ohne ein Antibiotikum. Und das Tollste bei diesem sympathischen alten Herrn war, der war Kleingärtner und Kleintierzüchter. In der Wohnung, in Bad Sulza war das, lief eine Katze herum. Und am Fußende von diesem Bett war ein 2 Meter großer Käfig. Ihr habt jetzt was Spaßiges, ich muss es euch erzählen. In dem Käfig lebte ein Beo. Ein Beo? Der ist so groß, zauberhaft, glänzend schwarz mit buntem Schnabel und der konnte sprechen. Und immer wenn ich in dieses Zimmer reinkam, rief der, hallo Süßer, Gorbatschow weg war er, Gorbatschow weg war er. Das werde ich ein Leben lang nicht vergessen, wie ich diesen alten Herrn dort betreut habe, mit sicher Hausbesuchen natürlich, aber wie dieses Bein nur mit Urin unter überhaupt keinen hygienischen Bedingungen zugeheilt ist.
Unglaublich. Weil wir schon beim Thema sind, Eigenurin, Fremdurin, weiter an Sie die Frage ist, gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Urin? Weil ich meine, beim Blut ist es ja schon so, dass man sagt, das weibliche Blut hat eine besondere Qualität. Manche argumentieren durchaus auch genetisch, gibt X und Y-Chromosomen, als ob da sozusagen im weiblichen Blut noch Informationen sind, die im männlichen drin nicht sind. Gibt es da einen Unterschied grundsätzlich in der Qualität? Also erstmal, ich kenne nur die eigenen Harntherapie. Ich nehme nur meinen eigenen. So, ich hätte auch persönlich, da müssen Sie mich korrigieren, Probleme, den Urin eines Mannes zu nehmen. Wenn es noch jemand ist, der kräftig im Saft ist, wegen der hormonellen Situation. Also zu trinken. Ja. Und im Übrigen sagt man, dass der heilkräftigste frische Urin der Urin eines 8-jährigen Knaben sei. Da müssen, genau. Da müssen genau. Derart auf Draht sein mit allen dem Immunsystem und dem Zellzustand, dass das angeblich der heilsamste frische richtig. Urin das sein ist soll. Ja. Natürlich sind die Männchen und Weibchen unterschiedlich wegen den Hormonen. Ja, natürlich. Die ganzen Hormone kommen ja auch mit an. Ja? Die sind ja alle mit drin bei den über 2000 oder noch mehr Substanzen, die rauskommen. Aber der Kinderurin, der Jungsurin vor allen Dingen, hat derartig intensive Kräfte, dass der bevorzugt zum Beispiel von den chinesischen Bauern gesammelt wird für seine Apfelplantage. Und die Äpfel sehen anders aus und schmecken anders. Ja, ja. Und mit Kinderurin bis zum 10. Lebensjahr hat unsere Vorsitzende Frau Allmann Beispiele gezeigt, wurde Krebs geheilt. Die haben die getrunken, nicht damit eingerieben. Und weil jemand mit der Pubertät war, kann man da wohl auch als Frau trinken. Aber nach der Pubertät wird es nicht getrunken. Vielleicht eine letzte Frage zum Schluss und auch vielleicht für unsere Zuschauer nochmal. Gibt es dort so vielleicht etwas, wo man das auch vorbeugend anwenden kann? Also gibt es da so eine goldene Regel, dass man sagt, man könnte in der Woche das und das machen mit Eigenurin, um vielleicht auch vorbeugend zu wirken? Also haben Sie da vielleicht ein paar Tipps? Jeden Tag morgens, wenn man aufsteht und urinieren muss, mal einen kräftigen Strahl weg, damit die Harnröhre gereinigt wird. Dann gibt man etwa 100 ml oder was in ein Glas. Den Rest tut man auch wieder weg. Setzt es an und kippt es runter. Oder man kann es verdünnt im Saft oder Tee auch trinken. Auch einen Apfelsaft. Ich habe das mal Folie gehabt, als Vorbeuge trinken. Ich kriege dadurch keine Grippe, kein Durchfall, Mensch steckt mich an und fühle mich einfach wohl. Okay, also das täglich dann auch. Und für die eitlen Damen, ich schmiere das jeden Tag auf die Haut, ich bin 74 Jahre alt, das sieht kein Schwein, das ist eine Haut, die sieht aus wie bei 40. Ja, das ist ja wie sind Sie, bei uns in unserer modernen westlichen Welt, da haben ja viele Menschen, das ist ein bekanntes Thema, Urin und das ist irgendwas wie Toilette, wenn wir jetzt mit Corona. Wie nehmen Sie denn eigentlich den Patienten, die zu Ihnen kommen, Vertrauen haben, wie nehmen Sie diese Sorge? In anderen Kulturen, Sie haben schon über Goa gesprochen, in Indien, da haben die Leute überhaupt keine Sorge. Also, sind die irgendwie näher an ihrem Körper oder auch die Kühe sind heilig, sie haben schon. Kamelurin angesprochen, in Indien ist es doch, das sieht man öfter auf der Straße, wenn eine Kuh pinkelt, dass jemand hingeht, sich nimmt und sich bedankt bei der Kuh. Ja. Wie gehen Sie damit um, also mit den Menschen hier, die das nicht gewohnt sind? So? Die kommen ja zu mir erstens, weil die wissen, der macht noch was anderes, andere Pillen verschreiben und die haben alle Leidensdruck. Die können ja nicht, weil sie meinen Doktor zum Blutdruckmessen besuchen wollen, sondern die haben ja alle irgendeine Krankheit. Die haben ja eine Allergie, die haben einen Schnupfen, die haben Asthma oder irgendwelche anderen Störungen oder bis zum Krebs. Und dann versuche ich denen ein Konzept zu erarbeiten, was können wir jetzt mit dir machen. Das ist ja nicht nur Urin, mit dem ich arbeite. Und wenn es um Urin geht, da habe ich dann meistens die Frau Peschek-Böhmer oder die Frau Heidelore Kluge hinter mir liegen. Ich sage, ich kann dir sehr viel sagen, aber wenn du jetzt eine Leistungsschwäche hast, dann lies mir den kurzen Text Leistungsschwäche. Da steht geschrieben, das und das und das, das schaffst du nicht mehr am Tag und fällt dir alles schwer. Was kannst du machen? Urin trinken, Urin fasten, Einläufe machen und Ganzkörpereinreibung. Ich sage, du musst jetzt nicht fasten, du musst auch keine Einläufe machen, aber du kannst dich erstmal am Arm angewöhnen, gucken, wie das geht, trocken machen, riecht nicht. Du kannst Ganzkörper einreiben. Und du kannst erstmal einen Teelöffel voll auf ein Glas kalten Tee machen und kannst das trinken. Und das machst du dann immer mehr. Und das machst du jetzt mindestens einmal am Tage. Und dann kriegen die ganz schnell mit, ja, es geht ganz einfach. Ja, überhaupt nicht schlimm. Ich habe auch nicht gebrochen und auch keinen Ekel gehabt. Du bist nur nicht gewöhnt. Ich sage nur mal, guck, die freundliche Spucke,
fasst ja keiner an, ekelst du dich. Aber wir schlucken die 20.000 Mal am Tag hin doch. Und wenn sich Menschen und Weibchen küssen, da tauschen die mit und holen Zigarette über Spucke aus. Da ekelt sich niemand. Wenn man eben meint, dass es angenehm ist, ja. Und bei dem Urin, das ist einfach nur Wiedererkennen einer uralten Heilweise, um in der Selbstheilung sich zu helfen. Ganz wichtig scheint mir, dass die Menschen wirklich verstehen, das ist eben kein Abfallprodukt. Das ist nicht im Vergleich mit was im Darm abläuft und so. Das ist Abfall. Das ist keine Fäkalie. Aber das ist ein Ergebnis, das ist keine Fäkalie. Das ist ein riesiger Unterschied. Ultrafiltrat, ja. Als Überlauffiltrat unseres Blutes mit einem wahnsinnig großen Komplex von Wirkstoffen drin, bis zu Stammzellen, die wir 6.000 bis 8.000 am Tag dort abgeben und die bereits von chinesischen Forschern patentiert zur Anzucht von Knochenzellen, Leberzellen, Zahnzellen und so benutzt werden. Also ich bin echt überrascht über dieses Thema, also welche Tiefe das wirklich hat. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür, Frau Dorothee Osterhagen. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ich habe über den gekochten Urin, also wenn Sie sich echt gruseln wollen, dann meine Empfehlung, wenn es nochmal heilkräftiger werden soll, dann dampfen Sie den Urin auf ein Viertel der Ausgangsmenge ein. Okay. Dann bekommen Sie ein hochpotentes Harnkonzentrat, das wirklich eine nochmal gesteigerte Heilwirkung hat. Ich sage Ihnen, Sie müssen nur krank genug sein, dann erinnern Sie sich daran. Das ist auch ganz schlimm krank. Herr Dr. Osterhagen und Herr Dr. Lutz-Riegel, vielen, vielen Dank für diese Information. Ja, und unsere Zuschauer können natürlich auch diesen Vortrag dann später auf der DVD vom Spirit of Health Kongress sehen. Und ich selbst bin wirklich sehr gespannt. Und ja, ich sag mal, ein tolles Thema. Und vielen Dank für Ihre Arbeit, vielen Dank für Ihre Mühe, dass Sie auch dieses Wissen für uns bewahren, dieses Heilwissen, ja, und weitertragen. Mein letztes Wort heute Nachmittag oder heute Abend war das Zitat von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. In der Tat. Das lassen Sie so stehen. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. August nochmal für einen Monat zurück ins Tierkreiszeichen Steinbock, das Zeichen der Ausdauer und der Leistungsbereitschaft. Hier können wir noch einmal ganz konkrete Erfahrungen dahingehend machen, wo sich unser Tun und Handeln gelohnt hat. Ja, also was tragfähig in unserem Leben ist, was sich bewährt hat und was unserem Leben letztlich ein gutes Fundament weiterhin gibt. Soweit zu den Rückläufigkeiten und zur Rückschau. Jetzt werfen wir einen Blick auf unseren Neumond im Tierkreiszeichen Löwen. Wie bei jedem Neumond geht es auch hier wieder um einen neuen Samen, der gesetzt werden möchte. Und im Löwen geht es hier um einen recht kraftvollen, ausdrucksstarken und feurigen Neuanfang. Seit gut zwei Wochen durchwandert die Sonne schon dieses Tierkreiszeichen und wir haben bestimmt schon die ein oder andere Erfahrung machen dürfen, was das Ausleben von dem, was uns Spaß macht und von dem, was uns Freude macht, betrifft. Und im Löwen geht es jetzt nicht nur um diese Freude und um diesen Spaß, den wir jetzt ja auch in der Ferienzeit, vielleicht im Urlaub erleben können, sondern es geht um diese tief in uns liegenden schöpferischen und lebendigen Kräfte, die sich durch uns hindurch ausdrücken möchten. Der Herrscherplanet des Tierkreiszeichen Löwen ist die Sonne. Das ist ja das Zentralgestirn in unserem Horoskop. Und diese Bedeutung und diese Wichtigkeit, die die Sonne in unserem Leben hat, lohnt es sich nochmal näher anzuschauen. Die Sonne ist quasi die Hauptperson unter dem Planeten und bedeutet für uns persönlich, dass es eine Kraft in uns ist, die praktisch alle anderen Anteile in uns, wenn man das jetzt auf die Planeten überträgt, also die Venus, den Merkur, den Mars, den Mond, also all diese anderen Anteile in uns zusammenhält.
Also man kann sich das wirklich so vorstellen, als wäre die Sonne der Dirigent von all diesen verschiedensten Persönlichkeitsanteilen in uns. Und wenn wir die Sonne nicht leben, dann können wir zwar, wie bei einem Orchester, die verschiedensten Instrumente, also diese verschiedensten Anteile und Persönlichkeitsanteile durchaus leben, aber es gibt praktisch keine tragende Säule, die das alles zusammenhält. Ja? Also die Sonne ist energetisch gesehen quasi der rote Faden in unserem Leben. Und wenn das fehlt, also wenn wir diese Sonnenkraft nicht selbst leben, sondern mehr aufs Außen übertragen, die anderen leben lassen, dann sind das alles fragmentierte Persönlichkeitsanteile in uns, die da so umherschwirren, und letztlich sind wir nicht Herr in unserem eigenen Haus. Und Herr in unserem eigenen Haus zu sein, macht ja letztendlich unsere Integrität aus. Also dieses Integer mit sich sein heißt ja nichts anderes als sich selbst treu zu sein, sich auf sich selbst verlassen zu können. Also dieses Selbstvertrauen auch, das oft Löwegeborene ausstrahlen, ist nichts anderes. Und das bedeutet auch, dass dann die Zweifel oder die Selbstzweifel, die immer mal kommen, eigentlich wirklich umhauen und dass man durchaus nach außen geöffnet bleibt, aber sich nicht vom Außen groß ablenken lässt. Ja, also nicht ablenken lässt von diesem eigentlichen Weg, auf den man geht. Und gerade mit dem Mond, der ja jetzt an der Sonne steht, und der rückläufige Merkur, sind zwei nach innen gewandte Kräfte, also gerade diese Mond, diese Fühlkraft, die damit dazukommt. Und das ist die Chance und das ist eine Zeit, in der wir dieses innere Zentrum in uns betreten können, ja, berühren können oder spüren können. Und diese Sonnenkraft steht auch für unser Bewusstsein. Und damit ist jetzt nicht nur das mentale Bewusstsein gemeint, sondern auch das ganzheitliche Bewusstsein. Ja, also auch unser Körperbewusstsein ist damit gemeint oder das emotionale Bewusstsein, das wir für uns haben. Also es ist eine enorm tragende Kraft, die jetzt im Moment vorherrscht. Und es lohnt sich auch nochmal, dass jeder sein eigenes Sonnenzeichen nochmal genauer unter die Lupe nimmt. Ja, also man kann das ja nachlesen, die Schattenseiten und die lichtvollen Seiten in dem jeweiligen Tierkreiszeichen, in dem die eigene Sonne steht, dass man das vielleicht nochmal genauer betrachtet, wo man da schon die kraftvollen Seiten davon lebt, wo einem die schon sehr bewusst sind, oder wo man eben in diesen Schattenseiten noch immer wieder auch sich gefangen fühlt. Denn diese eigene Sonnenkraft zu leben und auszudrücken, hat eine ungemein große Tragfähigkeit. Ja, also es hat eine ungemein große Ausstrahlung auch, und das ist ja auch dieses Charisma, dass man der Löwekraft zuschreibt. Hallo! Der letzte Aspekt, den ich besprechen möchte, ist der Spannungsaspekt zwischen der Venus in der Waage zu Chiron im Widder mit jeweils einem Quadrat zu Saturn im Stier. Hallo! Über den Chiron im Widder haben wir schon gesprochen. Das ist diese Kraft, die für sich selbst eintritt. Ja, also diese sehr selbstbestimmte Widderkraft kann mit dem Chiron etwas sehr Heilendes haben. Also heilend in dem Sinn, dass es sich heilend für uns auswirkt, wenn wir wissen, was wir wollen. Das passt auch sehr gut zu dieser Neumondenergie im Zeichen Löwe, nämlich beides recht feurige Energien, wo es darum geht, dass ich für mich einstehe und mich zeige mit dem, was ich will. Demgegenüber steht die Venus in der Waage. Die Venus steht in ihrem eigenen Zeichen in der Waage und ist daher recht stark gestellt. Und die Zuschreibungen, die man diesem Zeichen gibt, nämlich Schönheit, Harmoniebedürfnis, Beziehungsfähigkeit, die sind zwar durchaus zutreffend, werden aber damit, finde ich, immer recht schnell abgehandelt, und
Wir wissen ja alle, dass Beziehungen eines der kompliziertesten Lebenserfahrungen sind, die wir machen. Und im Grunde merke ich gerade, ich könnte einen ganzen Beitrag über dieses Tierkreiszeichen sprechen. Aber wenn wir nun dieses Wort Beziehung näher uns anschauen, dann geht es ja um einen Prozess des Sich-Beziehens auf ein Äußeres, auf den Anderen. Und dieses Sich-Beziehen oder dieses Bezogensein heißt ja, sich öffnen und sich wirklich einlassen auch auf den Anderen in seiner Andersartigkeit. Man schafft also im besten Falle einen gemeinsamen Raum, also dieses Ich und das Du werden zu einem Wir, und das ist praktisch immer eine ständige Pendelbewegung vom Du zum Ich und wieder zurück und überlagert sich. Jetzt ist es aber oftmals so, dass wir gerade in diesem Tierkreiszeichen Waage aus uns selbst herausfallen und nur uns in diesem Du-Raum beziehen und bewegen. Ja, also wir schauen dann zu sehr nach außen und zu sehr auf den anderen. Oder umgekehrt herum, wir sind so verschlossen in uns selbst, dass wir diese Wahrnehmung im Außen gar nicht mehr leisten können. Ja, wenn wir gestresst sind oder durch andere Umstände aufgehalten sind, dann können wir die Wahrnehmung, diesen Wahrnehmungskanal nach außen gar nicht mehr leisten und gar nicht mehr herstellen. Und in dieser Spannung zwischen diesem Chiron im Widder, der da sagt, was will ich, und dieser Venus in der Waage, wo es darum geht, sich wirklich dem anderen zu öffnen, sich wirklich auf den anderen zu beziehen, spielt das Quadrat zu dem Saturn eine entscheidende Rolle. Das ist quasi in dieser Spannung das Zünglein an der Waage, also ganz bildlich gesprochen, und eine Art Korrektur und Überprüfung von dieser Dynamik, über die ich gerade gesprochen habe. Also es ist eine Überprüfung, wo falle ich zu sehr aus mir selbst heraus, weil ich dann mit der Venus in der Waage zu viel unternehme und mich selbst verbiege, um dem anderen vielleicht zu gefallen, oder aus meinem eigenen Harmoniebedürfnis zu viel im Außen mich bewege und nicht mehr auf mich schaue, ob meine eigene Wahrnehmung von mir selbst dann noch mithält und mitkommt. Und auf der anderen Seite, durch das Quadrat von Saturn zu Chiron, wird überprüft, wo bin ich zu sehr in mir selbst gefangen. Ja, also wo kreise ich die ganze Zeit um mich selbst und kann mich gar nicht mehr wirklich öffnen für den anderen und für das Außen. Diese Konstellation ermöglicht so eine Art Bilanzziehung, dass wir mal schauen, wo bin ich zu sehr in meinem Ich gefangen oder wo bin ich zu sehr im Du. Ja, also wo lebe ich permanent im Außen irgendwelche Dinge, die mich eigentlich gar nichts angehen. Und der Mittelweg und der Königsweg bei dieser Konstellation wäre eine gesunde Pendelbewegung zwischen diesem Ich und Du, sodass wir dieses Gefühl haben, ein Wir bildet sich und wir können wirklich mal schauen, ob es in unserem Leben dieses Wir gibt. Also eine Beziehung und ein Bezogensein auf den anderen, wo wir uns wirklich einlassen und wo wir uns wirklich auch hingeben können, ohne uns selber zu verlieren dabei. Und in der Waage geht es nicht nur um diese romantische Liebesbeziehung, sondern es geht um Beziehung im Allgemeinen. Ja, also wir können das in jeder Situation und mit jeder Begegnung üben, wo wir feststellen, wo wir empfinden, wo wirklich Kontakt stattfindet. Und nicht nur Oberflächlichkeit oder gefallen wollen, was ja quasi die Schattenseiten der Waage wären. Mit dem Saturn werden wir recht deutlich und recht konkret darauf aufmerksam gemacht, wo diese Beziehungsdynamik nicht funktioniert, ja, wo das einseitig ist, wo also kein ausgeglichenes Geben und Nehmen mehr stattfindet. Gerade mit dem Saturn im Steinbock werden uns diese Wahrheiten, was unsere Beziehung betrifft, im Moment recht deutlich vor Augen geführt. Ich beende meinen Beitrag und meine Deutung an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören,
Viele Grüße, einen schönen Sommer und bis zum nächsten Vollmond. Abzapfen. Mein eigener Goldesel. Meine Güte, ehrlich, was soll dazu sagen, es soll von Kannst du mir nochmal klauen? Schänder uriniert. Kannst du mir nochmal klauen? Kannst du nochmal vor die Tür stellen? Ich hab keinen Bock, dass du kannst die Scheiße und Pisse hinten und vorne drin schieben. Ich will's nicht sehen, okay? Dann geh doch weg. Ich immer noch schlechter vor. Dann geh doch weg. Nee. Dann ekel dich doch woanders vor dir selber. Und wenn du keinen Respekt vor mir hast. Ja, was ist denn dann, wenn du keinen Respekt vor mir hast? Was ist denn dann, wenn du keinen Respekt vor mir hast? Ja, was ist denn, wenn du keinen Respekt vor mir hast? Ja, was ist denn, wenn du keinen Respekt vor mir hast? Ja, was ist denn, wenn du keinen Respekt vor mir hast? Ja, was ist denn dann? Na, was ist denn dann? Klaust du mir nochmal meine Pisse? Willst du selber saufen? Stimmt doch! Ja, genau. Ja klar, aus dem Grund klaust du mir doch, willst du selber saufen? Natürlich! Na, ist doch so! Ist doch der einzige vernünftige Grund! Wie blöd kann man denn sein? Ja, wie blöd kann man denn sein? Es gibt ja keinen Mann! Siehst du irgendwo einen Mann? Ruhig dich selbst. Ich erzähle allen anderen, dass du der einzige Sehende bist. Bin ich auch. Wenn sich selbst verleugnet, hat jeder Selbstrespekt. Du verleugnest dich doch vor dir selber. Du ekelst dich doch vor dir selber. Du ekelst dich doch vor dir selber. Natürlich ekelst du dich vor dir selber. Na klar, natürlich. Na, ekelst du vor dir selber und auch sowas von. Du bist krank. Du bist krank. Du bist krank. Du bist krank. Ich bin ja auch ein chinesisches Schwein. Dann geh aus dem Raum. Dann geh, dann hast du Respekt vor mir und gehst aus dem Raum. Warum muss ich denn Respekt vor dir haben und du nicht vor mir, du Arschloch? Warum? Warum muss ich Respekt vor dir haben und du vor mir nicht? Warum du nicht? Warum du nicht? Warum du nicht? Du bist
Setzen wir die Frau mit Bart, hä? Setzen wir die Frau mit Bart, das bist doch wohl du, oder nicht? Das bist doch wohl du, oder nicht? Du bist das doch, du bist doch die Frau mit Bart. Du bist hier der Kinderschänder, du kommst hier mit dem Kinderschänder. Natürlich haben sie doch alle schon gesehen, soll ich schon schwarz auf weiß im Internet, dass du hier der Kinderschänder von uns Film bist. Ja, das jüngste Gericht steht kurz bevor, es Armageddon ist, kommt nah! Ja, du hast keinen Selbstrespekt. Du hast deinen Selbstrespekt noch nie entdeckt! Und du hast dich einfach selbst geblendet, aber so richtig krank. Oh, jetzt kommt die Spiegelrolle wieder. Der hat es immer noch nicht verstanden. Junge, wann erzählt denn das mal hin? Alter, wie lange soll es noch dauern, bis er es endlich mal kapiert hat, wie das abläuft mit dem Spiegelbild? Ja! Ja! Mach das doch! Mach das doch! Na mach das doch! Na mach's doch! Na mach's doch! Na mach's doch einfach! Na mach's doch einfach! Na mach's doch einfach! Na mach's doch! Na mach's doch! Mach's doch! Hörst du schlimmer als jede eklige Putzfrau? Ey, du siehst schlimmer aus als jede eklige Putzfrau, Alter. Frau mit Bart, du. Eklige Frau mit Bart, du. Du eklige Frau mit Bart, du. Du eklige Frau mit Bart, du. Du eklige Frau mit Bart. Frau mit Bart. Frau mit Bart. Frau mit Bart. Frau mit Bart, Frau mit Bart, widerlicher Kinderschänder, Frau mit Bart. Du bist der Kinderschänder! 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 Du bist hier Pädophil! Verstanden? Du bist hier der Kinderschänder! Du bist der Kinderschänder! Doch! Ist so! Du bist hier der Kinderschänder! Du bist hier der Kinderschänder! Du bist hier der Kinderschänder, 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 ey, ich mach dir nach, du bist ein Kinderschänder, Kinderschänder. Kinderschänder, 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 Kinderschänder. Kinderschänder, 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 Kinderschänder. Kinderschänder, 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 deshalb hast du keinen Kontakt zu deiner Tochter, genauso wie Thomas keinen Kontakt zu deiner Tochter hat, weil er ist Kinderschänder sein. Kinderschänder, Kinderschänder, jetzt bin ich ein anderes als ein Mädchen. Du lässt deinen Schwanz raushängen. Ja, Julie?
willkommen im Club. Du dufte Hummel, du. Na? Du bist krank, du ekelst dich vor dir selber. Du ekelst dich vor dir selber. Du bist krank, du ekelst dich vor dir selber. Du bist krank, du ekelst dich vor dir selber. Du bist krank, du ekelst dich vor dir selber. Du ekelst dich vor dir selber. Du bist krank, du ekelst dich vor dir selber. Du ekelst dich vor dir selber. Du ekelst dich vor dir selber. Du bist krank, du bist krank, du bist krank. Du ekelst dich vor dir selber. Du bist krank, du bist krank, du bist krank. Du bezahlst, du bezahlst, du bezahlst. Du bezahlst, 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 du bezahlst. Herzliche Grüße, meine lieben Zuschauer. Das nächste Wochenhoroskop ist nun für euch gerichtet. Für die Woche vom 6.8. bis zum 12.8. Der Spruch der Woche lautet: Wir haben wieder eine Sonnenfinsternis, verbunden mit einem Neumond im Löwen und Tendenzen für neue Entwicklung, und Venus wechselt in ihr Herrschaftszeichen Waage. Unsere Sonne, der Persönlichkeitskern im majestätischen Löwen, trägt in dieser Woche weiter die Spannung zu Jupiter, unserem Glücksplaneten im Skorpion, mit sich. Was ich dazu in der vergangenen Woche erläutert habe, bleibt also damit auch weiter aktuell. Und wir haben in dieser Woche schon wieder das nächste Highlight. Einmal sind die Sternschnuppennächte voll in Aktion. Und man kann nun auch seine Wünsche gut formulieren und also gut formuliert in die universellen Höhen schicken. Sollte man genau überlegen, was man sich denn wünscht, denn es könnte in Erfüllung gehen. Und genau in der Zeit der Hauptphase dieser Sternschnuppennächte haben wir dann direkt am 11.8. in der Zeit von 11.02 Uhr bis 13.30 Uhr unserer Berliner Ortszeit eine partielle Sonnenfinsternis aus dem Löwen. Zu sehen ist die im Nordosten Europas, im Nordwesten Asiens, in Nordamerika, Atlantik und auch in der Antarktis. So, mit dieser Sonnenfinsternis verbunden ist auch wieder unser Neumond, so wie jetzt Sonne und Mond sich dann in der Zeit von 11.57 Uhr an auch richtig umarmen, und das heißt, die Möglichkeit von Neuanfängen ist wieder gegeben. Ja, alle Aktivitäten, die mit Löwekraft im Zusammenhang stehen, sind nun natürlich in dem Moment förderlich und können erfolgreich in Bewegung gebracht werden. Damit stehen neue Möglichkeiten in der Liebe zur Verfügung, aber auch das künstlerische Schaffen, besonders Schauspielerei, Tanz und Darstellungskunst, die ja mit dem Löwen in Verbindung stehen, sind hier stark begünstigt. Ja, Spiel, Spaß und Freude sollten hier auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Und was ja dann doch für eine anstrengende Phase wir jetzt die ganze Zeit gehabt haben, ist das natürlich auch super schön. So, dann haben wir Merkur, unseren Denker und Planer und Geschäftemacher. Der wandert in seiner Rückläufigkeit dann am 8.8. über unsere Löwesonne. Sie bekommt Kontakt mit unserem Gefühlsanzeiger Mond, der in der vorbereiteten Neumondphase dann in die Sonnenfinsternis, von der Sonnenfinsternis am 11.8. in den zeitigen Morgenstunden jetzt direkt Kontakt bekommt. Und das kann natürlich auch ein ziemlich gesteigertes Macht- und Überlegenheitsgefühl hervorrufen, sowohl geistig als auch im persönlichen, im inneren Gefühl. Die Selbstdarstellung kann sehr stark in den Vordergrund treten, und mit dem rückläufigen Merkur in Verbindung kann man dann mit ganz im Großen und Ganzen der Wirklichkeit nicht ganz so getreu sein. Ja? Also man kann dem Ganzen nicht so wirklich trauen. Die Wünsche kann man allerdings trotzdem abschicken, was ich dazu ja schon anfangs gesagt habe. Also es
kann ja nie verkehrt sein, wenn man sich jetzt nicht zu sehr auf die großen Erfüllungshoffnungen stürzt, dass das jetzt mit einem großen Glanz und Ruhm zu tun hat, ist vieles machbar. Ja? Also manches ist vielleicht nur Katzengold, aber es sind natürlich trotzdem mit Jupiter-Verbindung ja da auch aktuell, die ich vorher schon erläutert habe. Aber und es ist hier natürlich auch mit Übertreibungen stark verbunden, aber es ist trotzdem eine sehr optimistische und schöne Zeit. Ja, viele Versprechungen stellen sich im Nachhinein hier und da vielleicht als Blase heraus. Wo man aufpassen muss, ist, dass natürlich in dieser Zeit jetzt auch allerhand Nepper, Schlepper und Bauernfänger wieder unterwegs sind, die einem da das X vorm U vormachen wollen und dem man dann natürlich auch ganz leicht auf den Leim gehen kann. Mit Investitionen ist es jetzt vielleicht auch nicht ganz so vorteilhaft, das Ganze, weil ja ab dem 20. also bis zum 19.8. Das Ganze so läuft und ab 20.8. wird Merkur dann erst wieder direkt läufig. Tja, unser Venus, unser Liebesplanet wechselt in der Woche vom 7.8. am 7.8. um 1.28 Uhr nun von der Jungfrau in die schöngeistige Waage. So, und hier ist sie natürlich in ihrem Herrschaftszeichen. Sie fühlt sich da sehr wohl und kann sich ästhetisch entfalten, ihr Feingefühl schalten und walten lassen. Sie wird auch weiter positiv aspektiert von Mars in der Waage, was natürlich für Harmonie im Bereich der männlichen und weiblichen Kräfte sorgt und was natürlich mit guten Miteinander und förderlichen Aspekten zu tun hat. Ja, auch die Sexualität ist da sehr schön positiv beeinflusst. Allerdings wirkt hier nun auch der rückläufige Saturn im Steinbock. Es gibt immer irgendwo einen Wermutstropfen in vielerlei Aspekten. Ja, also der Hüter und Begrenzer ist da trotzdem noch einschränkend auf die Venus wirksam und natürlich auf das Liebesverhalten. Ja, dann wird es eben halt mehr doch mit Verantwortungsbewusstsein geführt als mit großem Liebesgeflüster. Und manchmal sind auch die Anforderungen, die da gestellt werden in der Liebe, ein bisschen zu hoch gesteckt. Also man wird da schon manchmal ein bisschen erdrückt von Verantwortungsanforderungen. So, nun haben wir Venus und Saturn fühlt sich da jetzt mit, was ich schon gesagt habe, stark mit Pflichtgefühl verbunden und hat natürlich in dem Moment nicht viel mit Leichtigkeit zu tun. Wer da aber wieder genauere Informationen erfahren möchte, der kann das wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reuth.com/kostenlose-beratung/erfahren. So, ja, Mars, unser Energieplanet, ist auch weiterhin im Wassermann. In dieser Woche spannungsreich aspektiert zu Uranus, unserem Revolutionär. Immer wieder irgendwo mit plötzlichen Überraschungen gerechnet werden kann. Ja, das steht natürlich auch jetzt mit der Venus wieder in Verbindung. Es ist also auch in der Liebe aufregend. Manchmal kommen diese Überraschungen schneller, als man als einem das lieb sein kann. Und ab dem 8. wird dann unser Revolutionär den Rest des Jahres rückläufig. Und da ändern sich dann auch einige Sachen. Ja? Reformbemühungen und schnelle Lösungen, auch wenn sie mit Mars noch in Verbindung stehen, sind dann aber mit Stolpersteinen behaftet. Allerdings steht hier unser Uranus und Saturn sowie Jupiter und Neptun, unser Verschleier, weiter förderlich zueinander. Da diese Planeten weniger persönlich als mehr gesellschaftlich wirken, kann man jetzt also vielleicht hier auch mit fruchtbaren Lösungen in strittigen Themen, die Gesellschaft betreffen, in dieser Woche hoffen. Und der spirituelle Geist, der ja mit Jupiter Neptun in Verbindung steht, hat starke göttliche Anbindung. Wir stehen also weiter unter einem wunderschönen, schützenden Einfluss. So, ab dem 9.8. beginnt dann wieder kommenden zwei Monate eine sehr schöne, positive Jupiter-Pluto-Kombination, die Berge versetzen kann. Und alles in allem ist viel in Bewegung bringbar in diesen Wochen und ich wünsche natürlich auf dem Weg also viel, viel Erfolg und gutes Gelingen in dieser Woche. Es ist zwar aufregend,
Aber es ist ganz viel möglich, in die Wege zu leiten. Man sollte also die Chancen auch in die Hand nehmen, die da kommen. Wer da genaueres wieder erfahren möchte, kann das ganz einfach wieder bei mir unter www.berge-reut.com/kostenlose-beratung/. Ja, ich beende nun wieder meine Ausführungen zu dem Wochengeschehen für die kommende Woche und ich wünsche alles Liebe. Hab natürlich für euch wieder noch die Info, dass auf meiner Webseite das Jahrbuch aller Wochenhoroskope 2018 weiter zur Verfügung steht. Es ist immer noch eine wunderbare Orientierungshilfe für die kommenden 5 Monate. Ihr könnt das ganz einfach wieder hier unter dem Link www.berge-reut.com erhalten. Einfach draufklicken und ihr werdet dann natürlich zu meinem Buch auch hingeführt. Ja, die Jahreshoroskope, die persönlichen Horoskope sind wieder ganz einfach per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite direkt anforderbar. Meine Kontaktdaten sind hier unten auf der linken Seite zu finden. Und auf der rechten Seite ist mein Rückrufservice eingerichtet. Dort. Es gibt ja, also
wenn du das selbst hast, also es ist überhaupt nichts dagegen zu sprechen. Man kommt jetzt gerade diese vielen Wassergeräte, Wasseraufbereitungsgeräte in den Kopf, die es zum Beispiel so an Gesundheits- und Esoterikmessen dazu bestanden gibt. Also es gibt da sicher, ich weiß nicht was, 15 Systeme verschiedene, die da Wasser aufbereiten mit allen möglichen Mitteln. Aber die einfachste Art, also finde ich, also du kannst da ruhig eine andere Ansicht oder Meinung haben, wie immer, wenn ich solche Videos mache. Die einfachste Art und Weise ist einfach, spreche selbst mit dem Wasser, gebe da entsprechende Gedanken und Gefühle hinein, freue dich, dass du in der Lage bist, sauberes Wasser zu trinken. Auch zum Beispiel das Wasser eben aus dem Wasserhahnen, aus dem Hahnen, also zumindest bei uns in der Schweiz, aber sicher bei dir in Deutschland oder Österreich auch, also das ist gesund genug, also es ist sicher nicht das Optimalste, aber sicher recht gesund, und du kannst es noch zusätzlich aufladen, eben mit deinen entsprechenden Gedanken, mit Gefühlen, mit der Wertschätzung, mit der Liebe, die du da in das Wasser hineingibst. Das ist das Einfachste, noch viel einfacher eben als entsprechende Geräte zu haben, aber selbstverständlich kannst du diese Geräte haben, es ist ja nichts dagegen zu sprechen. Ja, das war eben der große Hitze momentan, die übrigens noch auch unbestimmte Zeit andauern wird. Hatte ich jetzt Lust, da kurz wieder mal über das Wasser zu sprechen. Du kannst gerne deine Einstellung. Hallo, schön, dass du zusiehst, hinsiehst, wollte ich sagen, siehst du, ich muss auch noch ein bisschen trainieren, nicht zu sagen zusehen oder zuhören, sondern hinsehen, hinhören, genau. Ja, dieses Video, das ist wieder mal ein Update, ich haben sich auch schon darüber gesprochen, aber das ist jetzt schon eine Weile her, wie das es geht um die Liebe. Die Liebe, ein riesiges Thema, weißt du selbst natürlich auch, kann man über viele Bereiche sprechen. In diesem Video geht es vor allem um die Selbstliebe, ne, die Selbstwertschätzung. Ja. Ich glaube, das kann nicht genug wiederholt werden. Also es betrifft auch mich selbst. Ja, ich bin da auch völlig auf dem Weg, also ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Ja, also da gibt es noch Luft nach oben auch, also bei mir, in Sachen Selbstliebe, Selbstwertschätzung, also das heißt, auch ich könnte mich doch wesentlich mehr lieben, als ich es schon tue. Ja, ich sage nicht, das muss zu einer Perfektion kommen, aber es hat einfach noch einiges Luft nach oben, und das ist bei vielen so. Ich sehe das auch immer wieder in Beratungen, vielleicht betrifft es auch dich selbst, wenn du es da so hinsiehst, hinhörst, ja, dass es eben wichtig wäre, ja, dich noch mehr als bisher zu lieben. Ja, du weißt es sicher schon selbst. Gut, ich kann es nicht beweisen, aber je mehr du dich selbst liebst, ja, desto einfacher ist es auch, ja, die Liebe mit anderen Menschen zu erfahren. Ja. Also, so gesehen, falls du dich wenig oder nicht liebst, dann ist es schwierig, da mit anderen Menschen dann eine erfüllende Liebe zu erfahren. Ja, das ist eine Gesetzmäßigkeit, habe ich selbst zu Genüge erfahren früher. Also da fällt mir keine Zacken aus der Krone. Also es gab Zeiten, sehr scheu, gleichzeitig auch
sehr unsicher und gleichzeitig fehlt auch die Liebe, die Wertschätzung zu mir selbst sehr stark. Ja. Ja, das hat sich dann im Laufe der Jahre, Jahrzehnte immer mehr gebessert, aber wie gesagt, es geht noch mehr. Und ja, das, so etwas kannst du täglich trainieren. Ja. Eben, du kannst dich natürlich auch fragen, ja, wieso, was hat das für einen Sinn und Zweck, soll ich das überhaupt, was hat das für einen Wert, was habe ich davon, wenn ich mich selbst möglichst liebe, wertschätze. Also das muss ja dann nicht übertrieben, also das hat nichts mit Narzissmus zu tun oder mit Selbstdarstellung oder so, sondern einfach ganz natürlich gesehen, ja, wie groß ist die Selbstliebe. Ja, eben, was hast du davon? Ja eben, also der Umgang mit anderen Menschen ist viel einfacher dadurch, weniger kompliziert. Ja, du wirst selbst dann eben mehr geachtet, geliebt, gewertschätzt. Also es kann eben sogar passieren, was ich ja früher oft erlebt habe, heutzutage weniger. Aber wenn du dich eben nicht liebst, ja, dann kannst du unter Umständen zum Beispiel ja, unsichtbar sein. Ja. Du kannst in dem Sinne abhängig sein. Also es ist sicher entsprechend einfach nicht, wie soll es sein, nicht respektiert werden. Es kann auf dir herumgetrampelt werden. Es kann mit dir gemacht werden, was man will. Andere Menschen können deinen Raum einnehmen. Also deinen Raum einnehmen, damit meine ich eben, dass du keine Luft hast, dass du nichts zu sagen hast, dass du einfach ja, in dem Sinne so abhängig bist. Also viele, viele ungünstige Dinge. Also es kann nicht genug betont werden, wie wichtig es ist, sich selbst genügend zu lieben. Und ich empfehle dir nicht nur, ja, dich sozusagen charakterlich zu lieben, also deinen Charakter zu lieben, sondern auch deinen physischen Körper oder alle deine Körper, der physische Körper, der, ja, das ist gerade das, was man eben sieht. Und also das täglich zu üben, zum Beispiel vor dem Spiegel, das ist immer eine schöne Sache und vor allem auch nackt. Wir wiederholen immer wieder, nackt vor dem Spiegel zu stehen, dich zu streicheln, dich zu wertschätzen. Nicht bloß das zu denken, also diese Wertschätzung, also nicht bloß irgendetwas Wertschätzendes gegenüber dir zu denken, sondern auch voll das Gefühl reinzubringen, auch mit den Worten, das eben vor dem Spiegel, aber sonst das immer wiederholen, täglich oder wöchentlich wiederholen, ja, das ist ein bisschen lustig. Jo, gut, also, ich daran denken, das ist jetzt einfach eine Ansichtssache vielleicht auch von mir, von uns, ist eine Wahrheit von anderen möglichen Wahrheiten. Also falls du etwas anderes denkst oder fühlst oder meinst, ja, bitte schön, kein Problem. Es soll einfach ein netter Impuls sein. Wenn ich von uns spreche, dann meine ich immer eine Art geistige Welt. Ja, jeder. Helferinnen und Helfer, Führer und Führerinnen, also da gibt es ständig Unterstützung, ja, falls du das möchtest, für alle möglichen Bereiche. Gut, ich wünsche dir viel Erfüllung, auch in Sachen eben Selbstwertschätzung, Selbstliebe, ein gutes Vorankommen. Tschüss. Bis in einem anderen Video.
das, was ich, das, was wir, also wenn ich wir sagen, dann ist noch die geistige Welt dabei, auch noch, das ist immer so ein bisschen gemischt, darum bringe ich auch das wir rein, ist, es betrifft ja immer auch ich selbst, also meine eigenen da Themen, August 2018. Schön, dass du wieder da bist und schön, dass ich dir die Energien aufzeigen kann, die um dich herum schwirren. Denk dran, es ist eine allgemeine Legung. Du ziehst dir das raus, was du brauchst. Alles, was für dich nicht in Frage kommt oder was dich nicht anspricht, lässt du einfach weg. Es ist nur wichtig, dich zu inspirieren, dir Dinge aufzuzeigen, die du nutzen kannst, an die du vielleicht nicht gedacht hast. Darum geht's. Entscheiden musst du natürlich selbst. Wir schauen mal die allgemeinen Energien für den Skorpion in dieser Woche. Das ist die 6 der Schwerter. Auf zu neuen Ufern, vom Stress in die Zufriedenheit, also ruhigere Gewässer. Ja, du wünschst dir vielleicht auch und deine Umgebung auch, weil es sind ja allgemeine Energien auch um dich herum, ein ruhigeres Klima einfach. Völlig verkehrt. Wie siehst du dich, wie fühlst du dich, wie denkst du über dich? Dann haben wir deinen Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, das ist gut für dich, das ist nicht so gut für dich und wir haben den möglichen Ausgang. Dazu legen wir gleich noch eine zweite Karte, aber wir gucken erstmal, wie so die Grundtendenzen sind. Wie siehst du dich, wie denkst du über dich? Nostalgisch, 6 der Kelche. Das ist eine schöne Karte, man denkt vielleicht an seine Kindheit zurück, an Dinge, die man gerne getan hat, vielleicht an Freunde von früher, an Dinge, die man vielleicht vermisst. Und manchmal entdeckt man darunter auch kleine Schätze, die man in die Gegenwart holen kann. Und vielleicht hast du so einen kleinen Schatz ja entdeckt. Also mach ein bisschen die Augen auf, denk drüber nach, vielleicht ist da was dabei. Aber da legen wir ja auch gleich noch eine Karte dazu. Was wünschst du dir denn in dieser Woche? Viel Arbeit. Das ist die 8 der Münzen. Und die 8 der Münzen hat mit Arbeit zu tun, und zwar mit dem Erfolg. Etwas erfolgreich zu machen. Anerkennung zu finden, gesehen werden für die Leistung, die man bringt. Und das wünschst du dir, dass man sieht, was du an Arbeit und Schweiß in das reinsteckst, was du gerade tust. Ja? Das ist dir sehr wichtig und das ist der Wunsch in dieser Woche. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, gucken wir mal, was sich davon realisieren lässt. Dann haben wir deine Hoffnungen und Ängste. Das ist die 6 der Münzen. Die 6 der Münzen bedeutet, ausgleichendes Geben und Nehmen, auch so ein bisschen Harmonie, dass die Waage immer ja, gleich steht, dass keiner bevorzugt, keiner benachteiligt wird. Zwar wird hier in diesem Bild jetzt auch jemandem gegeben, das ist ja auch jemand, der nichts hat. Also wenn du das Bedürfnis hast, natürlich, ja, wenn du genug hast, immer vorausgesetzt, du hast genug, weil in erster Linie sollst du dich selber lieben und wenn du selber nichts hast, hast du auch nichts zu geben, klar. Aber diese Ausgewogenheit ist in deiner Hoffnung drin, dass du für Ausgeglichenheit sorgen kannst, dass du genug verdienst, um dir ein vernünftiges Leben leisten zu können, dass du nicht darben musst und wenn du genug hast oder wenn du mehr hast als genug, dass du dann auch teilen kannst. Schön. Dann haben wir gut für dich in dieser Woche, ist die Welt. Natürlich ist das gut. Ein Neustart, ein Neubeginn. Etwas Neues beginnt und ein alter Zyklus ist vorbei. Das sieht auch alles sehr frisch, sehr neu, sehr bewegend aus. Also als wenn sich da was bewegt, als wenn sich was verändert. Ja? Als wenn sich etwas umschichtet. Und das finde ich total toll. Und ich denke, dass du hier vielleicht auch in der Vergangenheit so ein bisschen was aus dem Karton holst, sozusagen, was dir Auftrieb gibt. Oder wo du ran und dich erinnerst, denkst du, mein Gott, ich habe schon so lange, weiß ich, nicht mehr Gitarre gespielt oder Flöte oder was weiß ich. Ja? Ich habe da richtig Bock zu. Sowas, ja, und das beflügelt dich auch, macht dich glücklich, erinnert dich an alte Tage, aber du hast das in die Zukunft gerettet, ja, schön. Was haben wir denn nicht gut für dich? Das Rad des Schicksals, okay. Das Rad des Schicksals, wenn es in einer Position ist, die nicht gut ist, dann heißt das einfach, die Zeit ist noch nicht reif. Und für irgendwas Bestimmtes ist momentan in dieser Woche die Zeit noch nicht da. Das heißt, du kriegst angezeigt, dein Rad läuft in deine Richtung, also positiv für dich, aber warte noch ab. Also überstürze nichts, sei nicht zu euphorisch, ja, verrenn dich vielleicht auch nicht in irgendeine Idee, warte noch. Ja, sei geduldig mit dir und geduldig mit anderen.
Du musst ja auch sehen, hier die Münzen zum Beispiel sind eine sehr langsame Energie. Und ein Neubeginn ist der erste Schritt in ein neues Universum sozusagen, in eine neue Welt. Ja? Jeder Tag ist ja ein Neubeginn irgendwo und jeder Tag beginnt etwas Neues. Aber die Welt ist wirklich was ganz Neues und was Gutes auch, ein positiver Start. Und auch das hier ist ein guter Start, nur eben nicht in dieser Woche. Ja? Es dauert noch ein bisschen, aber es ist der Hinweis darauf, da kommt noch was. Schön. Der Ausgang in dieser Woche. Die 10 der Kelche, Hammer. Ja? Also Zufriedenheit, Glück. Du bist glücklich und zufrieden und auf dem Weg dahin wirklich den Zenit zu erreichen, das, was du dir vorstellst. Du musst halt nur noch ein klein bisschen Geduld haben. Ja? Mit dem Rat des Schicksals geht das auch noch weiter. Ja? Aber eben nicht zu euphorisch werden und ich sag mal zu schnell sich in den Sessel setzen, ich mach nichts mehr, alles Glück der Welt ist ja für mich. Nein, man muss schon auch seiniges dazu beitragen, das ist nun mal so. Fangen wir nochmal an mit der Nostalgie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, und wir haben den Hierophanten. Weil das sind auch, das ist eine Institution, das ist aber auch Glaube, das ist höhere Macht, was weiß ich. Das ist aber auch irgendwo das, was du nicht anfassen kannst. Das, was einfach da ist, ja, dass du dich gut fühlst. Das kannst du nicht anfassen, das ist aber da. Ja? Und das ist schön. Ja? Oder diese Nostalgie, die vielleicht auch aufkommt bei dir, die kannst du auch nicht anfassen. Aber du hast Gedanken. Und das, davon spricht auch der Hierophant, die sind kostbar. Ja? Und das ist sehr schön, das wird halt hier noch unterstützt. Dein Wunsch ist halt die Anerkennung arbeitstechnisch. Und da haben wir nochmal die 6 der Kelche, das bedeutet nochmal Nostalgie. Es kann also sein, dass irgendwelche Fähigkeiten, die du in der Vergangenheit dir angeeignet hast, dir jetzt ja, auch auf deine Arbeit helfen bzw. dich dahin bringen, wo du hin möchtest. Also der Erfolg kommt auch mit einem Zipfel aus der Vergangenheit. Also etwas, mit dem du schon gearbeitet hast, was du kennst, was du gut kannst. Ist doch super. Ja? Du musst dir halt nur bewusst werden, was ist das, was kann ich jetzt für mich nutzen. Woran habe ich lange nicht gedacht, was habe ich lange nicht gemacht, was kann ich aber gut. Ja, das bringt dir hier einen Vorteil, ja, gerade so arbeitstechnisch. Super. Kann auch so ein bisschen, dass das ein bisschen dauert, ne? Aber Münzen sind ja auch langsame Energien, aber du machst den ersten Schritt damit. Dann haben wir in deinen Hoffnungen und Ängsten die Ausgewogenheit. Und wir haben hier die 4 der Kelche. Und da geht es darum, dass jemand ein Angebot bekommt, ein liebevolles Angebot, das er ablehnt, weil er gelangweilt ist. Vielleicht bist du das, vielleicht ist das aber auch dein Gegenüber. Ja? Wenn jemand gelangweilt ist, dann ist er nicht zufrieden, dann kränkt ihn irgendwas, dann ist er nölig oder so. Ja? Dann muss man vielleicht auch einfach mal darüber sprechen und die Dinge aus der Welt schaffen. Das heißt nicht, dass du dieses Angebot annehmen sollst oder dass dein Gegenüber das Angebot annehmen sollst, aber Kommunikation sollte man auf jeden Fall betreiben, je nachdem, worum es dabei geht. Ja? Und jetzt haben wir ja hier auch den Neuanfang. Und da gibt es die 7 der Stäbe. Das ist Leidenschaft, das ist aber auch, du stehst für die Dinge ein, die dir wichtig sind. Du verteidigst das bis aufs Letzte. Und das ist auch richtig so. Ja? Das, was du vertrittst, was du vorhast, was du machen willst, was dir vorschwebt, deine Ziele, deine Pläne, da stehst du zu. Ja, und da lässt du dich auch nicht von abbringen. Und das finde ich super. So, jetzt haben wir nicht so gut das Rad des Schicksals. Und da geht es hier um die Herrscherin. Und das passt sehr gut, weil die Herrscherin ist Fruchtbarkeit. Das ist auch natürlich Schwangerschaft. Das dauert ja auch 9 Monate zum Beispiel. Dann ist das ja auch, du hast das zwar vielleicht jetzt hier, wenn du schwanger bist zum Beispiel, aber gebären wirst du das Kind ja erst in 9 Monaten. Also das Glück kommt dann erst eben in 9 Monaten. Und so ist das auch, wenn du, Blumensamen säst, die wachsen ja auch nicht bis morgen früh. Also du musst die Geduld aufbringen zu warten. Du musst dir sicher sein, ich habe das Richtige, du machst das ja auch hier sicher. Du stehst für die Dinge ein. Du bist dir sicher, dass du das Richtige tust und das ist die beste Voraussetzung, um das Glück anzuziehen. Und hier hast du ja auch als Ausgang 10 der Kelche und du hast die Liebenden. Also, was willst du mehr? Ja? Also, Glück, Liebe, Münzen, also
auch, ich sag mal, Gewinn im Sinne von Sicherheit, Stabilität. Das wird nicht von heute auf morgen kommen, dauert halt ein bisschen. Aber du arbeitest dran, du bist geduldig, du bist erfolgreich, du hast Dinge, bringst du mit aus der Vergangenheit, die dich vorantreiben. Ja? Auch die dich voranbringen, weil du sie einmal erlernt hast zum Beispiel. Du hast einen Neubeginn, den du verteilst mit aller Macht. Du hast hier das Rad des Schicksals, was noch kommen wird. Du hast die Vorausschau auf das, was in der Zukunft auf dich zukommt. Ja? Und du hast die Herrscherin als Zeichen dafür, pure Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, das, was du gesät hast, wirst du ernten. Nur eben halt nicht direkt in dieser Woche. Also ein bisschen Geduld, lieber Skorpion, da kommt noch was. Und dann als krönenden Abschluss die Erfüllung, ja, 10 der Kelche und die Liebenden. Also ich kann dich nur beglückwünschen in dieser Woche. Also alles hervorragend. Du wirst dich wahrscheinlich saugut fühlen. Und das freut mich. Ja. Und dann bin ich natürlich auf die Kommentare gespannt. Ende der Woche. Ja, auf jeden Fall bist du zufrieden, glücklich, verliebt. Du hast jemanden an deiner Seite. Aber denk dran, Liebe macht natürlich auch schwach. Das ist nichts Negatives. Schwach zu sein ist nichts Negatives. Es ist halt einfach, dass das manchmal ungewohnt ist. Und dass man nicht schwach sein möchte, grundsätzlich nicht. Ne? Da muss man ein bisschen drüber hinwegschauen. Und jetzt kommt eine Karte, die da so überhaupt nicht passt, aber irgendwie schon. Und zwar Tod. Ich lerne, dass jedes Ende auch ein Anfang ist. Hier. Also es passt ja irgendwie doch. Es hört sich erstmal gruselig an. Aber der Tod ist einfach nur eine andere Daseinsform. Und das bedeutet ja auch nichts anderes als Transformation. Man verändert sich, das Leben verändert sich. Wir werden jung, wir werden alt. Und wir sterben irgendwann. Ja, und so ist das Leben halt. Ich lese mal vor. Der Tod ist eine Illusion. Der Körper freilich, den wir brauchen, um uns auf der Erde bewegen zu können, muss irgendwann versagen. Das ist eine der Tatsachen des Lebens. Der Körper ist nicht für die Ewigkeit gedacht. Die Energie des Körpers und das Bewusstsein, das er beherbergt hat, werden im Moment des Todes freigesetzt und kehren in ihre ursprüngliche Heimat zurück. Aber sie verlassen uns nie. Alles allzu Festgefügte behindert uns in unserer Entwicklung. Wenn wir aber den Tod einfach als Veränderung betrachten, wird sich zugleich auch alles andere dementsprechend ändern. Ähnliches gilt für Beziehungen oder die berufliche Laufbahn. Wenn eine Seelenlektion gelernt wurde, bringen uns die vertrauten Lebensumstände nicht mehr weiter. Und dann gilt es, zu neuen Horizonten des Lernens und der Entwicklung aufzubrechen. Dann ist es an der Zeit, sich bei den anderen Seelen in unserem Leben zu bedanken, die ein Stück des Weges mit uns gegangen sind und uns so manches vermittelt haben. Also Dankbarkeit irgendwo, ja. Ich meine, man muss jetzt nicht an Reinkarnation glauben, aber dass der Tod verändert, ist ja klar, ja. Und der Tod in Dingen oder hier wie ein Neubeginn, das ist ja das Ende eines alten Zyklus und der Beginn eines neuen Zyklus. So kann man das einfach auch sehen, ja. Und Tod ist letztendlich auch das Sterben alter Gewohnheiten. Ja, man verändert sich, man macht was Neues. Man zieht um, die alte Wohnung stirbt sozusagen, in der neuen beginnt man neu. Also alles gut, ja, auch mit dieser Karte. Ja. Das ist einfach nur Transformation. Du veränderst dich, dein Leben verändert sich, dein Umfeld vielleicht. Es wird auf jeden Fall besser. Schau es dir an. Ja. Also... Ich wünsche dir auf jeden Fall eine spannende Woche, interessante, liebevolle Woche und denk dran, ne, das Glück kommt zu dir, wenn auch auf leisen Sohlen, ja, aber es ist auf dem Weg. Ja, du musst nur ein bisschen Geduld haben. Ich wünsche dir alles Liebe, freue mich auf die nächste Legung. Wenn es dir gefallen hat, natürlich Daumen hoch, ist klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.